Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Season 1 Minecraft auf unserer schönen Amplified World zusammen mit dem Florian und Julian. Hallo. Und beim letzten Mal mussten wir die Folge abbrechen, da war ich noch da hinten, nach Bäume gefällt, nur dann hat es ja richtig angefangen zu laggen und es ging einfach nichts mehr und da haben wir halt dann die Aufnahmen abgebrochen und jetzt bin ich wieder hier. Mit ein bisschen Holz am Start. Ja. Ja, und bald seht ihr auch noch geile Kühe, weil ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Mit geilen Kühen, die ich kurz vor Beginn der Lex gefunden hatte. Ja, Julian, hört sich seine geilen Kühe ab. Dann drehen wir Stanleys Kuh fix. Übrigens ein guter Kinderfilm. Kinderfilm, okay. Naja. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal eine Runde minen, weil wir haben kaum Rohstoffe. Oh ja, machen. Warum sind unsere ganzen Felder leer? Na, rate mal, der Herr Bayer hat sich natürlich hier alles gesnackt. Ich Und doch nicht wieder nicht. angepflanzt. Ja, und nicht wieder Ich angepflanzt. doch Der will nämlich niemals. nicht von uns abhängig sein und deswegen hat er sich die ganze Scheiße genommen, will diese bei sich anpflanzen. Ich niemals. Ja, gerade du. Willst uns wieder nur ausnutzen hier, Martin. Du Arschloch. Ja, gerade ich will euch nur ausnutzen. Wiss ich doch. Weißt du, wie ich das nenne? Bastard. Alter, jetzt Aber spawn da ich ist der hier 0 oben eine auf dieser. Eins. Jetzt spawn ich oben auf der scheiß Insel und komme nicht mehr runter. Warte, zeig mir wo. Ja, toll, Was hast du? Ich war gar nicht dabei, Flo. Was soll So das? ein Assi. Ich sag dir, ich werde deinen Oh, da oben Redstone sind noch nur noch um Melonen. einige Punkte erhöhen. Jetzt liegen meine ganzen Items da unten in dem Riss verstreut. Boah, Das Alter. kenne ich nur zu gut. Na dann schnell, Nur weil schnell, du. Martin. Weißt du, wie ich das nenne? Bastard. Alter, jetzt Aber spawn da ich ist hier ja nur oben eine auf. Eins. Jetzt brauche ich auch in der scheiß Insel und komme nicht mehr runter. Warte, zeig doch mal. Ja, toll. Sag dir, ich werde den Oh, da oben Redstone sind nur noch noch um Melonen. einige Punkte erhöhen. Jetzt liegen meine ganzen Items da unten in dem Riss verstreut. Boah, Das Alter. kenne ich nur zu gut. Na dann schnell, Nur schnell, weil Martin. du neidisch bist, dass ich noch keinen Tod hatte. Ohne Scheiß. Neidisch. Ja, ist doch so. So Soll ich deine ein. Sachen aufsammeln? Ja, du sammelst meine Sachen überhaupt nicht auf. Okay, dann despawned. Wieso du spawnen nicht? Nur du schuldest mir jetzt was zu essen, weil ich zu essen brauche. Nein! Nein! Der scheiß Creeper hat mich in die Le Scheiße. Nur du schuldest mir jetzt was zu essen, weil ich zu essen brauche. Nein! Nein! Der scheiß Creeper hat mich in die Le Scheiße. Kann nicht wahr sein. Der scheiß Creeper hat mich in die Lava reingebombt. Und da war mein ganzes Zeugs gerade. Also, wie du einfach alles von mir kopiert hast. Scheiße, die ganze 6 Decks Sand, alles. Mal gucken, wie viel ich noch saven kann. Alter, ich brauche jetzt was zu fressen. Gib mir was zu fressen, Florian. Ich hab selber nicht so Spaß. Jetzt gib mir was zu fressen. Du hast mich Woher getötet. denn? Ja, mein Fressen ist da unten und ich will mich regenerieren. Jetzt gib mir was zu Ich fressen. sollte ja deine Sachen nicht einsammeln. Alter, du bist so ein Bastard ohne Scheiß. Das ist mir jetzt total egal. Hey! Cheater! Oh, zum Glück liegt hier noch übelst viel Sand rum.
Scheiß auf dem Eisenschwert, wenigstens habe ich Sand und so gerettet. Sag dir, wenn ich meine Sachen nicht alle wiederbekomme, dann schuldest du mir die. Oh, jetzt beginnt gleich der Krieg. Ich glaube auch. Martin möchte jetzt Krieg beginnen, hab ich gehört. Ja, der macht jetzt Beef, Junge. Jetzt gibt es Beef. Richtig. Ja, Beefy. Ich hab auch so einen Scheiß einfach jetzt, keinen, ne? Bock. Was, auf Beefy? Beefy ist lecker. Übel lecker. Oh ja, ich hätte gerade richtig Bock auf Beefy. Aber scheiße. Alter, weißt du, wie viel Level ich verloren habe? Ja, ich bin gerade in Lava gestorben, also beschwer dich. Ja, toll, aber du bist ja, war ja auch eigenes Verschulden. Der Creeper hat mich da reingeschossen, was ist das, mein Verschulden? Ja, da kann man ein bisschen aufpassen, aber das Flying hinterrücks ankommt, sich herunterschlägt. Der Creeper hat mich auch hinterrücks da reingeschossen. Und den machst du auch keine Vorwürfe. Alter. Vor allem, ich schwöre dir, wenn du mal Level 30 bist, du wirst sterben, bevor du was verzaubern kannst. Weil ich weiß nicht, wie viel Level ich hatte. Aber nicht sagen. Da werde ich, glaube ich, jetzt nicht mehr sagen, falls ich mal Level 30 bin. Dann denkst du eh nicht. Und wenn man es gar nicht mehr zu fressen, ne? Null, nada, niente. Doch so viel. Das dauert jetzt über lange, diesen ganzen Scheiß hier da zusammen zu suchen. Mann, ich hab gar nichts zu fräsen. Sehr schön und gut schon die Komplikation, wie ich die scheiß Kühe herbekomme. Aber was ich mich eher frage, ist, wie bekomme ich die Kühe da hoch? Also, Florian, du schuldest mir jetzt eine Hose auf jeden Fall. Jetzt bleib ruhig, nee. Junge, du bist doch nur verreckt, mehr nicht. Ja, ich glaube, ich geh jetzt doch nicht mehr Kühe holen. Ich hab jetzt einiges an Fressen. Ich hab kein Fressen. Das ist ein scheiß Spiel, Martin, also chill. Ja, aber wenn fast alle meine Sachen weg sind, dann chill ich da nicht mehr. Martin, ich habe gerade meine komplette Rüstung verloren und heul nicht so rum. Unwiederbringlich verloren. Es pisst einfach nur an, wenn einer einen einfach tötet. Weißt du, was mich anpisst? Die beiden Kühe sind so dumm. Wenn ich das gemacht hätte, ja gerne. Aber einfach nur so, nur weil es dich anpisst, dass ich noch keinen Tod habe. Wieso? Jetzt ist doch scheißegal, du hast doch einen Tod. Martin, keep calm and play Battlefield 4. Natürlich, man kannst du es eh nicht mehr machen, also. Theoretisch schon. Ja. Diese Aufnahme werdet ihr wahrscheinlich niemals sehen. Erst wenn... ihr werdet demnächst eine bearbeitete Aufnahme sehen, wo da steht... Martin, hast du diese Öfen in meinem Lager so komisch angeordnet? Martin. Alter. Martin hat einen Abgang gemacht. Du willst es provozieren, kann das sein? Wieso? Was hab ich denn? Provozier nicht. Provozier mich nicht. Produzier mich nicht. Flo, essen. Wollen wir zusammen meinen gehen, weil ich hab jetzt gar nichts mehr. Aber hätte ich was zu essen, dann würde ich ja mitkommen. Ich hab richtig viel zu essen. Dann gib mir ein bisschen was. Ich hab null. Doch so viel? Ja. Wo bist du? Hallo. Da, komm hier. Ich bin mal gnädig. Viel Spaß damit. Jetzt haben die Kühe gedroppt, als sie in der Lava verreckt sind. Ich bin gestorben, weil ich eine Brücke über die Lava gebaut habe. Da ist der Creeper gekommen, hat mich da rein. Ich hatte sowieso schon kaum Herzen, aber ich wollte mich regenerieren lassen. Und dann wollte ich die Kühe mit dem letzten Zeug, was ich noch habe, über die Brücke lenken. Und was passiert? Die Viecher laufen in die Lava rein. Ich hätte flippen können. Martin, sei nicht traurig. Du weißt doch, alle guten Dinge sind drei. Flo? Ja, Jürgen, ich höre dich.
Ach, das ist gut. Ich war gemutet, sorry. Ach so, ihr Mongos. Ich hab die ganze Zeit auch mit euch geredet und frag mich, warum niemand antwortet. Das kenne ich. Ich hab mal im CD zu uns zerstören. War ich gerade essen, kam wieder, war gemutet, hab die halbe Stunde lang was ganz dann erzählen. Dann hab ich mich gewundert, warum die mir nicht geantwortet haben, weil teilweise hat ja gestimmt, was sie geantwortet haben. Und dann hab ich gemerkt, ich war gemutet. Aber wir haben wenigstens gewonnen, das war okay. Ich finde, man findet so wenig Eisen und alle möglichen Rohstoffe, voll wenig irgendwie in Amplified, kann das sein? Einfach weil wir so hoch sind, das ist das Problem. Ich bin jetzt auf Höhe 11. Kann ich nicht sagen, warum. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe Internet-Lags. Oh ja. Oh ja, ich habe Internet-Lags. Och man. Erst werde ich von diesen Spasten gekillt. Und ja. Disco. Falle gerade im Nichts. Super. Wieso bin ich jetzt hier runtergefallen? Okay, jetzt bin ich wieder oben. Boah, mein Internet pisst mich an und die beiden pissen mich an. Ja, super. Geht wieder. Was soll hier für eine Scheiße in Brand? Das ist ein Überraschungseier. Oh. Ich habe gerade. Leckt der gerade bei euch auch so hammerkrass? Ja. Du. Martin? Ja. Leck ich. Bisschen. Wir haben heute alle irgendwie Bambus. Ja, ich halte meinen Download mal an, solange. Jetzt geht's wieder. Gut, dann lass ich das meinem Download. Jedenfalls hat übelst die Scheiße eine Überraschung. Ja, ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe. Eisen. Besser. Yes. Kohle. Oh. Heute denke ich richtig los hier irgendwann. Du errätst nicht, was ich in meinem Überraschungsei hatte. Ein Kreise? Nein, schön wär's. Ich hab so ein Teil, da muss ich was in der Mitte falten, dann muss ich das in eine Spalte stecken, und dann kann ich das werfen, das fliegt dann. Ach, kenne ich. Ja. Das wird nachher erst mal bestimmt haben. Martin ist überaus neidisch jetzt auf dieses. Martin, das bring ich dir mit nach den Ferien. Weil bei mir landet es in der Tonne. Oder wird es in der Tonne landen, zu 100%. Ich habe noch nicht mal eine Eisenspitzhacke, ich kann noch nicht mal das Redstone abbauen. Junge, sind wir arm. Ich wette, Martin hat Eisen. Ja, so wie ich Martin kenne, hat der 5 Stacks. Ja, der verheimlicht uns was. Oder Martin? Martin, du kannst uns ruhig gestehen, dass du hinter unserem Rücken alles schon hast, was es hier gibt. Ich wette, Martin war schon offline auf dem Server und hat alles an Rohstoffen leergeräumt, was es überhaupt zu holen gibt. Ja, so sieht's aus. Wiss ich doch. Jetzt hab ich nicht mal mehr ein Eisenschwert. Wir hätten uns nicht diese hässlichen Rüstungen machen sollen. Ein Eisen. Zwei Eisen. Drei Eisen. Vier. So krass habe ich mich noch nie über Eisen gefreut. Wisst ihr das eigentlich? Das ist mir eigentlich scheißegal, aber... Du bist gerade leicht angepisst, oder? Dezent. Ja, Martin kann das nicht verkraften. Du hast... Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht, warum. Es ist doch jetzt in nichts passiert, nichts Schlimmes in den letzten paar Sekunden. Ach, no. Es ist nur, dass einige Stacks Holz weg sind und so ein Scheiß, die ich vorher die ganze Zeit gefarmt habe, aber... Was für Holz? Du kannst dich bei meinen Truhen bedienen, Martin, wenn du möchtest. Ja, bei den Truhen, die genau die gleiche Kistenordnung haben wie meine.
Lol, Zufälle gibt's, Junge. Ja, du hast überhaupt keine eigenen Ideen, ohne Scheiß. Alles musst du auch bei mir kopieren. Das habe ich nur gemacht, weil du in dem Moment gesagt hast, so, wehe, du machst jetzt noch meine Truhen nach. Ich würde so ausrasten. Aha. Du dachtest, ich muss, machst du mal die Truhen nach. Ja, es ist voll, ja, Martin, witzig. Martin, das war Provokation, so gesagt. Ich nenne sowas eher nur Ideenlosigkeit. Mehr nicht. Wieso Symmetrie ist, wenn du mich kennst, dann weißt du, dass Symmetrie ein Muss ist. Am Ende baut er dann noch dieselbe Plattform wie ich. Ich du willst auch eine Plattform bauen? Du hast doch schon voll angefangen, gell? Deiner Spacken. Nee, ich hab's dir aber schon vorgenommen, so eine Plattform zu bauen. So ähnlich wie bei dir. Wenn du das machst, dann werde ich kreuzigen. Das ist doch von Martin.